Ahoi, was geht ab, Leute? Hier. Wir gehen jetzt Ramen essen. Der direkte Vergleich. Ich habe ja jetzt eine ordentliche Ramen-Ranking-Liste für München. Und da muss ich auch mal einen Vergleich machen mit Berlin, was die so drauf haben. Ihr seht schon, sehr versteckter Laden. Checken wir gleich ab. Stark aus. Das Eis sieht echt gut aus. Fleisch sieht gut aus. Nicht zu viele unnötige Gemüsesachen. Wow. Digga. Die sieht krass aus. Super fettig. Ja, die sieht heftig aus. Besser als in München. Richtig gut. Die ist echt gut, gell? Ja. Ja, ist auch gut, aber ist ein bisschen scharf. Achso, ja. Ich wollte scharf. Ja. Aber das ist richtig lecker. Die Brühe ist echt. Die Brühe ist stark. Die Brühe ist sehr stark. Checkt diese Brühe ab, Leute. So muss sein. Mega. Brühe, krass. Das hat schon alle München weggehauen. Fleisch. Fleisch auch sehr gut. Sehr gut. Ich hab kein besseres, aber trotzdem sehr gut. Starkes Aroma. Starkes Grillaroma. Ist geil. Könnte zarter sein, könnte ein bisschen mehr schmelzen, aber auch sehr stark. Das Ei. Wow. Wäre der Laden in München, ich würde ihn auf die 1 tun. Ich sag's ehrlich. Ein letzter Blick in die Küche, Leute. Diese Brühe, krank, Digga. Ciao. Das war eine Brühe mit Seele dahinter.
die Power, die war. Puh. So muss sein. Stark, stark, stark. Wer ist der Laden? Du musst mit B. Warte, da steht's gleich E. Buja. Buja heißt der Laden. Buja Rahmenfertigung. Stark. Kuss geht raus. Mir wurden noch krasse Rahmen empfohlen von sehr vielen Leuten, nachdem ich die anderen Rahmen gepostet habe. Und die anderen waren schon sehr gut. Ich bin gespannt. Kuma-Rahmen. Irgendwo da drin sollen die sein. Pop-up. So. Ich glaube, wir haben einen guten Platz gefunden. Sah wild aus, sah gut aus. Wir haben auch Dreamy Ribs. Aber wir sind hier für Ramen. Vergleich zum anderen und dann Vergleich zu München. Die haben auch so wöchentliche, monatliche Specials. Eigentlich genau mein Ding. Und das, was heute am Start ist, klingt anders wild. Das klingt richtig geil. Ich hätte es eigentlich bestellt. Aber das ist zu wild. Das kannst du dann nicht mehr mit den anderen Sachen vergleichen. Deswegen muss ich was Normales nehmen, was halt dauerhaft auf der Karte ist. Ah, Digga, das klang echt geil. Schaut's mal, Leute. Schaut's mal rein. Sieht heftig aus. Mein Gott. Bisschen Schärfe on the side, falls ich mehr Spice, mehr Kick haben will. Ah, schaut's mal, die Brühe. Genau mein Ding. Genau mein Ding. Okay, wie krank sieht diese Brühe aus? Ich habe mich noch nie auf so einen Brühencheck so gefreut. Okay, Stäbchen sind da. Brühencheck. Hat allein vom Sehen läuft mir die Sabber schon runter. Fettfilm an den Lippen. Ich habe Angst, dass ich keine Rahmen in München mehr essen kann, weil diese Rahmen die Messlatte so hoch setzen. Digga, was ist das für ein fetter Oschi, Mann! Mein Gott! Gewöhnungsbedürftig, weil es so ein fetter Oschi ist. Ah, lecker. Noch gar nicht viel Gemüse, Krimskrams, wie bei den anderen Läden. Du hast ein so ein Blatt, du hast ein paar Zwiebeln und ein bisschen davon und das ist geil. Kein Pak Choi, kein Paprika, keine Sojasprossen, kein Mais. Hatte ich so auch noch nie. Geschlossen. Normal haben wir immer eine bis zwei Hälften. Ein Aroma hat dieses Ei. Sehr stark. Digga, das ist stark. Anderen waren auch krass. Also die zwei, Berlin, Nummer 1 und 2, safe.
Wir haben ja noch das hier. Muss ja damit auch probieren. Spicy. Lieber nicht zu viel davon. Weil die Brühe ist echt geil. Ich will den Brühengeschmack nicht verlieren. Wenn ich in Berlin wohne, ich würde jede Woche kommen, um jedes Special zu testen. Ich sag euch, die Brühe wird zerstört. Also ich muss sagen, das Fleisch ist echt gewöhnungsbedürftig. Nicht, dass es nicht gut ist, aber es ist so ein fetter Klumpen. Normal beschwere ich mich über wenig Fleisch, aber... So ist auch irgendwie komisch. Das ging alles runter wie Butter, Mann. Wir sind schon fast am Ende. Ciao, Alter. Das war's wieder von mir, Leute, aus meiner aktuellen Zentrale. Ramen, beide krass. Beide besser als jeder andere in München, also... In Sachen Ramen hat Berlin München komplett zerstört. Wirklich komplett. Das war genau mein Ding. Mächtige, saftige Brühe mit Seele und Power. Oh, krass. Ich werde die vermissen, weil in München kommt da gar nichts ran. Ich muss mir noch überlegen, was ich jetzt alles abchecke, weil ich habe nicht mehr genug Zeit und Magenkapazitäten, um die ganze Liste abzuarbeiten. Aber Burger werden auf jeden Fall folgen, Leute. Und da gibt es auch ein paar heftige. Das war's von mir. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Yes!